Das Männchen könnte sich mit dem Weibchen nachher verpaaren. Die ist schwanger, wahrscheinlich von dem Streunhorn, oder? Ja. Der muss sich unbedingt vermehren. Es ist fürchterlich hier. Gibt überall seine Gene weiter, ob man will oder nicht. Es ist wie wenn PC wieder im Stream sagt, nein, ich sag's nicht. So gut, dann bleibe ich jetzt hier stehen. Warte, ich mach's mal groß und sag Runde aus. Die Vögel machen nichts, okay. Ein Tier ist gestorben, ja. War klar. Und das da ist doch... Aha. Eine fleischfressende Pflanze. Kann das Tierchen was? So, du kannst angeln. Beweg dich jetzt mal darüber. Du gehst jetzt mal darüber. Und du bleibst mal hier. Pizzi! Also echt. Kann ich leider nicht vorlesen. Es ist, wenn ihr das Video seht, dann vor 22 Uhr. Punkt. Giftpflanze kann der nicht abbauen. Das Nussknacken bringt mir auf dieser Insel echt überhaupt nichts. Ich habe noch keinen Nussbaum gefunden. Das da unten waren doch auch Gift. Oder waren das Dornen? Du verschwindest mal von der fleischfressenden Pflanze. Du lass dich bitte nicht schwängern. Warte, die Rettung kommt. Nein! Er hat schon geschwängert. Ich glaube, ich muss dieses Männchen entsorgen. Ja, bringe mal das Kind von ihm zur Welt. Haben die keine Gift, nein. Kannst du angeln? Nö. Hast du Gift? Nö. Hörst du auf, mir alle Weibchen zu schwängern? Mein Ernst? Ja, du brauchst jetzt niemanden schwängern, weil das haben wir schon erledigt. Du stellst dich da im Weg, so. Der Lee bleibt noch da sitzen. Oh Mann. Wieso gibt es neue Gene? Naja, es sind ja in dem Sinne keine neuen Gene, sondern nur freigeschalten zum Züchten, zum Mutieren quasi. Welches ist krank? Ein neues Baby wurde geboren. Das ist das von dem Streuner. Das meine ich. Das hat eigentlich nichts, was mich jetzt echt interessieren würde. Schauen wir es uns mal an. Das kann ja gar nichts. Normale Blutgerinnung. Wir könnten schauen, ob wir es mutieren lassen können. Was wäre denn da sinnvoll? Wir haben jetzt zum einen die Schnabeltiere und zum anderen diese
Giftzähnchen wären auch nicht schlecht. Noch mehr auf Riechen? Kriege ich dieses Gift irgendwie rein? Oder mehr Stärke? Ach, gehen wir mal angeln dazu. Oder? Oh Gott, ja, genau. So, ihr unterrichtet also die arme Schari schon in Österreichisch, oder wie? Wie wäre es denn, wenn wir dem jetzt lila Augen auch noch verpassen, Oder gelb? Warte mal, nein, das machen wir anders. Wir nehmen jetzt mal gelbe Augen. So. Gut, also wenn der ausgewachsen ist, dann hat er interessante Vermehrungen. Beim Großen. Du hast ja diese Giftresistenz drinnen. Du wirst verdammt gut, du bist sehr fruchtbar, bist schnell. Giftzähne plus 2. Ah, die Giftzähne haben wir da auch noch nicht, Schatz. Maske. Mehr Stärke wäre für so einen sicher nicht schlecht. Gehen wir im Hörner. Also was sagt sie? Soll der Ranasi Hörner kriegen? Also die Nachfolger von Ranasi, nicht der Ranasi selbst. Bin gerade am Überlegen. Also der Nächste, der schreibt, der darf entscheiden. Hörner oder keine Hörner? Giftzinn und Hörner schaut sicher cool aus, wenn das geht. Ein Horn reicht? PC. So. Was können wir denn für seine mittlere Körper? Welche Fellfarben hat er? Rotbraun und beige. Nee, das ist für die Tarnung nicht so gut, oder? Wobei, da steht nicht beeinflusst Tarnung. Ja, im Streamchat ist es nach 22 Uhr. Ist es schon? Okay, ist es schon. Zeit vergeht bei dem Spiel. So, wie schaut es denn jetzt mit der Familie Schnabeltier hier aus? Also, ihr seid jetzt eigentlich alle? Nein, du nicht. Okay. Ihr seid alle schöne Angler. Das da drüben? Der hat da unten verdammt viel. Ist aber nicht so fruchtbar, okay, ist aber egal. Ich möchte aber jetzt, dass sich der wenigstens einmal paart, ja? So, hätten wir das erledigt. Hörst du auf? Gehst du weg da? Gehst du weg von meinem Weibchen? Der will sich schon wieder paaren. Das ist ja. Was haben wir da unten? Achso. Noch ein streunendes Männchen. Hilfe! Ah, der ist erwachsen geworden. Der macht jetzt den Dodo da fertig. Du rennst ihm nach? Und gibst ihm auch noch eins. Du bist geschwängert worden. Ja. Der Dodo haltet ganz schön viel aus.
der Dodomingo. Der muss ganz schön viel Essen geben. Wo ist eigentlich? Ach, da ist er. Achso, ja klar, die wollte ein Baby kriegen. Genau. Ist der Vogel weit weg? Ja. Beide. Noch ein Gift. Immer diese Streuner. Tanu scheint auf der Insel so ein Problem mit streunenden Männchen zu haben. Ja, irgendwie schon. Ich meine, ich könnte doch anfangen, sie auszurotten. Also die streunenden Männchen. Nicht, was ihr wieder denkt. Du kannst angeblich angeln. Bist du aber noch zu klein, warten wir noch eine Runde. Bis du größer bist, genau. Silana ist schwanger. Die macht sich hier mal frei. Der Kleine macht sich da mal frei. Und dann schauen wir wieder, was jetzt passiert. Wo sind die Vögel? Oh. Kein gutes Baby. Lasst mich mal hin. Lasst mich her, ich bin Arzt. So. Warum? Weil. Okay. Immunitätskrankheit, ja. Schaut aber eigentlich doch niedlich aus. Also, eigentlich. Da werden wir die Mama jetzt ein Stückchen weggeben. Und den geben wir auch darüber. Was haben wir da schon wieder? Noch ein streunendes Männchen, aber da steht wenigstens nicht streunendes Männchen. Ah, erwachsen. Kann der Vogel jetzt endlich? So, Baby, schön zackt, haben wir schon erledigt, kein Problem. Das ging verdammt schnell. Du rennst ihm jetzt nach. Da oben haben wir noch ein Weibchen. Also es hilft offensichtlich, wenn man die im Gras unterbringt, im Huhn. Das ist eine Giftbusch, den kannst du nicht ernten. Also, du kannst schwimmen. Einmal. Und komm da hoch, genau. Du erntest mal, bis du groß bist. Du kannst angeln. Genau. So. So leicht entsorgt man so Babys. Ich habe ihn ausgesondert. Super ausgesondert. Er ist abgeholt worden vom Vogel.
Oh Mann, und ich habe immer noch nicht die Hälfte. Naja, die Hälfte der Insel kennen wir jetzt in etwa. Ich bin immer noch im Überlegen, wo soll ich denn nachher weitergehen? Eher auf dieser Seite? Also links? Rechts? Oder da im Norden ist auch noch so ein Stein, aber da weiß ich nicht, wie die Zone ist, ob das dann nur der eine ist. Könntest du mal sagen, in welche Richtung soll ich mich denn fortentwickeln? Die ist auch schon wieder schwanger. Hat dich das strahlende Männchen da wieder geschwängert, hä? Huh? Oh. Machen wir es mal so. Den würde ich gerne nicht verlieren. Den möchte ich aufheben. Komm mal da nach vorne. Okay, weil... Ach, die ist schon wieder schwanger. Stimmt ja, da war ja was. Ich muss echt was gegen diese streunenden Männchen tun. Angeln, angeln, angeln. Schwimmen? Darf ich das Gehen freigeschalten? Jawohl. Dann kannst du wieder hochgehen. Und zwar daher. Du darfst wieder ernten. Und dann schauen wir mal. Jetzt haben wir für Schwimmen wenigstens hier auch dann, genau, die Schwimmpfote. Da wäre es halt schön, wenn er das irgendwie so anzeigen würde, so nach dem Motto. Ha, neue Gene. Hm. Hier ist schon weg, was krank war. Und den Regen sehen wir sowieso. Siko, warum bist du schwanger? Huh? Erklär mir das mal. Wieso hast du dich schon wieder schwängern lassen? Huh? Ja, du würdest dich gern paaren. Du darfst dann vielleicht in der nächsten Runde. Der Kleine da hat keine Gift mehr. Versteckt sich da drinnen einmal. Gut, dann wo sind die zwei Vögel unterwegs? Da. Was kam da jetzt raus? Moment. Isme. Jetzt haben wir Hörner. Ja, ja, das Essen wird langsam knapp. Ich habe es auch schon entdeckt. Also jetzt haben wir unsere erste Horn. Oh. Wir haben drei Babys und drei mit Hörnern. Das war der Streuner, gell? Alles der Streuner. Rote Hörner, cool, ja. Und von den Werten her alle gleich, schaut her. Die unterscheiden sich nicht, die drei. Die da finde ich recht interessant mit dem hellen Kamm oben. Rote Hörner. Streuner ist Pizzi. So, bevor du dich jetzt wieder mit einem Streuner paarst,
So, hätten wir das mal erledigt, ja? Damit der Rute sich da auch fortpflanzen darf. Ich brauche jetzt echt mal was zum Essen. So, wie schaut es denn bei dir jetzt aus? Du bist ja jetzt erwachsen. Du kannst nicht fischen. Du kannst aber ganz gut ernten. Das neben der fleischfressenden Pflanze ist sowieso gefährlich. Sollen wir die mal angreifen? Was, die war nach einem Mal kaputt? Cool. Na dann passt doch alles. Du hast auch keine besonderen Fähigkeiten, das heißt, ich nehme ich jetzt einfach mal Kaktus. Da kriegst du definitiv Schaden. Du brauchst ein neues Nest. Du hast immer nur noch einen Zug. Stell ich einfach daher. Du hast 3 Ernten. Na gut, dann müssen wir dich jetzt eigentlich da nehmen. Angeln. Ich sehe aber gerade keine Fische. Doch, da. Okay. Ich schicke dich dann noch einmal, glaube ich, rüber, dass du noch ein Kind kriegen kannst, bevor du stirbst. Du kannst auch angeln. Dann geh du mal hier ins Wasser und such dir Fische. Du wärst ja mein Wunschmännchen, wenn nicht dauernd irgendwelche Streuner dazwischen kommen würden. So, wir wissen, 3 Kinder. Schauen wir mal, ob wir die gleich noch haben. Ja, alle noch da. Was mache ich mit euch beiden? Weiß ich noch nicht. Du erntest hier weiter. Die Isme. Was mache ich mit dir? Du erntest, weil du hast 3 Ernten. Giftresistenz hast du keiner. Du hast nur 1 Ernten, aber 2 Nussknacken. Jetzt haben wir 26 Essen. Hallo Emsa. So, das Weibchen muss jetzt mal darüber. Das Weibchen paart sich jetzt nochmal mit ihm. Und er kann hier nochmal ernten. Wir hatten bitte 70 Essen oder was, wie ich angefangen habe heute. Du erforscht weiter. Was ist das? Ein Bärenstrauch. Okay, den kannst du abbauen. Der Kleine versteckt sich hier immer noch im Gras. Wanduku. Ja, Wanduku. Haben wir Relege paaren lassen? Nein, gell?
ja schon wieder schwanger. Okay. Man sollte also immer wieder hohes Gras stehen lassen.